freundliches Willkommen. Ihr seid wieder im Königreich der Monster. Ich bin Timo. Das heutige Thema: die Zukunft vom Monsterversum. Viele im Internet sagen derzeit, Godzilla vs. Kong ist der letzte Film vom Monsterverse. Das große Finale, der letzte Film. Es gibt hier Verträge zwischen Legendary und Toho, die besagen, es dürfen nur 3 Filme gemacht werden und danach fallen die Rechte wieder zurück an Toho. Bis zu einem gewissen Punkt stimmt das auch. Nur sind diese Verträge längst veraltet. Es gibt neue Verträge, neue Absprachen. Toho ist aktuell in das Monsterverse involviert. Es werden Ideen ausgetauscht. Das Monsterverse wird entwickelt, in welche Richtung es weitergeht. Warum, wieso, weshalb. Und deshalb sind diese ganzen Gerüchte, die momentan immer noch durchs Internet schießen, nicht richtig. Legendary und Toho machen so lange weiter, wie sie weitermachen wollen. Alle Türen stehen offen, alle Verträge sind geschlossen, alle alten Gerüchte beiseite gelegt. Das nächste, was aus dem Hause Legendary kommt, ist natürlich die Skull Island Serie, welche auf Netflix laufen wird. Ich habe bereits auf Facebook sowie hier auf diesem YouTube-Kanal darüber gesprochen und es wird demnächst auch weitere Informationen zur Skull Island Serie geben. Es war heute ein etwas kürzeres Video, allerdings muss dazu auch nicht mehr gesagt werden. Alle Türen stehen offen, alle Signale sind auf grün. Toho ist in das Monsterverse involviert, als Partner von Legendary, als Informationsaustauschquelle, Ideengeber. Wenn Godzilla vs. Kong in die Kinos kommt, würdet ihr sehen, es steht halt nicht mehr in Association with Warner Brothers, sondern in Zusammenarbeit mit Toho. Legendary Pictures präsentiert in Zusammenarbeit mit Toho. Das sagt eigentlich schon alles und genau so wird es weitergehen. Das ist die Zukunft. Godzilla vs. Kong ist nicht der letzte Film. Es ist bereits weiteres in Planung. Es kommt die Skull Island Monsterverse-Serie, wo diverse Monster bestimmt auch einen Gastauftritt haben werden. Ich weiß es nicht, ich vermute mal. Aber besser wäre sonst eine Monsterverse-Serie und keine Skull Island King Kong-Serie. Das sind Vermutungen von mir, dazu habe ich noch keine Infos, aber es ist eine Monsterverse-Serie, es wäre schon denkbar, dass man diverse Gastauftritte hier und da sehen wird. Sonst müsste es keine Monsterverse-Serie sein. Später mehr dazu. So viel zum Thema Legendary und Toho und dass die Verträge längst ausgelaufen sind und Toho die Rechte wieder zurück hat. Kurzum, nein, die arbeiten zusammen, Legendary, Toho, alles läuft, alles hat eine Zukunft. Halleluja. Ihr wart im Königreich der Monster. Ich bin Timo. Bis dann.